Moinsen zu einer neuen Folge von Evo Land 2. Wir können jetzt hier durchgehen, gehen hier drauf und es speichert. Ich glaube, das wird jetzt auch erstmal. Ich mache jetzt erstmal die Folge so lange weiter hier, bis wir zum nächsten Speicherpunkt kommen. Also, die kann auch früher ändern. Level up. Keine Verteidigung, dafür aber 8 Leben. Genau. Oh Gott. Ich meine, ich töte gerne die Viecher, also zu leveln, weil solange ich nicht 5-mal hin und her rennen muss. Ja, ist okay, ist okay. Nur mein Leben wird langsam niedrig. So, und das gerade von Wup. Achso, das ist mein Herz. Das Geräusch vom Herz vergessen. Schnapp sie dir! Alle! Pokémon! Rückzug! Lass sie nicht entwischen. Das arme Mädchen scheint einen Pechtag zu haben. Meint ihr, wir sollten ihr helfen, Shikoya? Ja. Na gut, packen wir es an. Das ist scheißegal, was ich dazu sage. Wer seid ihr? Kenne ich euch? Hat Professor Giro euch geschickt? Nee. Ich komme niemals in sein Labor zurück. Wir kennen kein Prof. Wir kennen keinen Professor Giro. Wir möchten helfen. Lasst mich gehen. Ja. Danke. Schnappt sie euch. Aber seid vorsichtig. Der Oberst will sie lebend. Das Einzige, was der kriegt, ist mein dritten Arsch, ja. Ha. Ach, da sind noch mehr. Aua. Alter, wie viele kommen denn da noch? Herzen? Ha. Die stehen ineinander. Oh ja. Soll ich hier getötet werden oder warum? Oh. Was geht hier vor? Wo ist das Mädchen? Vergiss es. Ach, ich musste verlieren. Wer sind diese Leute? Sie haben uns angegriffen, als wir das Ziel festnehmen wollten, Oberst. Ich habe euch doch davor gewarnt, ihr Angst einzujagen. Wo ist sie? Sie ist entwischt, Oberst. Sucht weiter. Und nehmt die beiden anderen im Palast auch fest. Ihr werdet sie später feuern. Ja. Sir. Yes, Sir. Bin ich jetzt tot oder muss ich verlieren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Typ hatte irgendwelche 9999 Leben oder sowas. Shikoya? Lass mich auch. Shikoya? Ach, nur 5 Minuten. Oh, was denn? Aha, endlich aufgewacht? Ja? Nee. Entschuldigung, die geben doch eh einen Fick drauf, was ich sage. Ich habe noch immer keine Ahnung, wo wir sind. Aber ich mache mir langsam Sorgen. Ich fürchte, es wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder bei meinem Vater bin. Ich meine, schließlich hat man uns in Gefängnis geworfen. Was für ein Drecksloch. Oder was für ein Dreckloch, ja.
Man sollte meinen, man hätte uns um 50 Jahre in die Blütezeit des Kaiserreichs zurückversetzt. Jedenfalls wird es zunehmend schwieriger, all das mit Logik zu erklären. Hey, schau mal! Der Soldat, der uns Wasser gebracht hat, hat mal wieder vergessen, die Tür zu schließen. Wenn das kein Glück ist... Reiner Zufall, ne? Hey, Rainer! Schon wieder was mit Zufall zu tun? Nee! Denkt ihr, was ich auch denke? Nee, bestimmt nicht. Was für ein Scheiß. Ich bin sicher, ihr schafft das schon. Sie haben euch das Schwert abgenommen, also solltet ihr die Soldaten vermeiden. Nicht jedes Problem kann mit Gewalt gelöst. Kann man mit Gewalt lösen, wisst ihr? Redselig wie eh und je. Ich zähle drauf, dass ihr aus. Dass ihr uns aus diesem Loch rausholt. Ja, der Typ, der redet so viel, ey. So viel kann ich gar nicht reden. Ist das jetzt ein Klo oder das Wasser, was wir trinken? Ich will es nicht wissen. Komm. Mann. Damit kann man auch nicht reden. Also auf gut Deutsch, ich soll einfach bloß den Soldaten fernbleiben. Sneaky Bastard. Oh ja. Ich fühle mich gerade wieder wie so... Oh, dunkle Stellen. Aha, okay, hier kann man mich schlechter sehen. Verstehe. Oh, ich speicher. Gehen wir dir mal hinterher. Stecken wir uns im Dunkeln. Hinter noch eine schlappen Kiste. Der Typ sieht uns nicht. Und dann können wir einfach vorbeirennen. So. Ha, Noob. Eine Metal Gear Solid Anspielung. Ernsthaft? Wirklich, Shikoya, was macht ihr denn da? Sagt bloß nicht, ihr glaubt tatsächlich, dass ihr an den Wagen vorbeikommt, indem ihr euch unter diese Kiste versteckt. Manchmal frage ich mich, wie ihr auf solche Schnapsideen kommt. Also gut, wenn ihr darauf besteht, versucht es nur. Aber sag dich, ich hätte euch nicht gewarnt. Scheiße. Okay. Oh, musste das jetzt umdrehen? Sneaky Bastard. Ich fühle mich gerade so richtig so Metal Gear Solid. Fehlt nur noch, wenn dieses Wupp-Zeichen aufkommt. Okay, noch ein Speicherpunkt. Krieg ich hier einen Helm? Ah, schade.
Guck mal, hier sind Lanzen. Nimm dir eine Lanze, Junge. Aha. Oh, das Gold. Hä? Der pennt wieder. Wird euch die Umgebung langsam vertraut? Manchmal werden die Türen offen gelassen, aber das hat nichts zu bedeuten. Ohne die Parole gibt es kein Entkommen. Ich hatte den perfekten Plan. Ich habe mir den Grundriss des Gefängnisses auf den Rücken tätowieren lassen. Aber weil ich keinen Spiegel hatte, konnte ich ihn nicht sehen. Prison Break Anspielung. Aha. Aber der hat eben halt einen Spiegel. Na gut. Ich gebe es zu. Ihr hattet recht, was die Kiste angeht. Am Ende wird die Idee doch gut. Aber wie konnte ich wissen, dass diese Soldaten dermaßen fiktiv. Nein, das ist nicht das Wort, nach dem ich suche. Dermaßen außerstande wären, eine Kiste zu bemerken, die sich direkt vor ihrer Nase bewegt. Keine Ahnung. Wie auch immer, gute Arbeit. Hoffen wir, dass das nächste Stockwerk auch so einfach wird. Oh Gott, wie viele gibt's denn noch? Seir. Was? Seir-Pool? Okay. Wie ging dieses Lied doch gleich? Ach ja. Ritter Robert bringt mich auf gen Westen. Ritter Robert gehört zu den Besten. Das Ende weiß ich nicht mehr. Wie ging das Lied gleich nochmal? Ach ja. Ritter Robert bricht auf gen Westen. Ritter Robert gehört zu den Besten. Das hört sich beinahe an wie die... Ich verstehe es nicht. Die pfeifen und drehen sich dann da um. Was sagt der? Die Magie verwendeten ein uraltes Zahlungssystem, bei dem der Buchstabe C für was für 100 steht. Die Magie verwendeten ein uraltes Zahlensystem, bei dem der Buchstabe C für 100 steht. Ja, sowas nennt man römische Zeichen, du Feuer. Oh. Puh. Noch eine Meile. Wenn ich nur die ganze Parole wüsste, müsste ich hier nicht graben. Ich weiß nur, dass das Wort Brokkoli darin vorkommt. Was? Wir hassen Brokkoli. Hey. Nö, 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 nö. Schnell, von einer Kiste zur anderen. Oh, da war ihr noch. Scheiße, jetzt so viel. Okay. Dann mit seinem Ritter gen Westen. Sagte er zu den Besten. Ne, wie ging das immer so schön von. Das hab ich mir auch erst dieses Jahr schon mal angeguckt. Oh, Werner, gekürzt wird später, glaube ich, hieß der Film, wo Röhrig auf dem Dach steht und dann auf einmal sagt so, wird von, irgendwie sowas, wenn der Wind vom Westen weht, wird von links nach rechts geklebt oder sowas. Und dann sagt er, und weht der Wind vom Westen, klebt Röhrigs Arsch am besten. Und das ist so eine schöne Stelle. Hey, Shikoya. Hier riecht es viel besser. Und etwas Sauberes ist hier auch. Ich bin sicher, dass wir uns dem Ausgang nähern. Übrigens, was ist mit der Parole? Vielleicht wissen die anderen Gefangenen mehr. Hey, Kollege. Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Brokkoli. Wer durch die Tür will, muss die Parole kennen. Welche Gemüse lieben meine Kinder besonders? Rübe.
Die Parole stimmt nicht. Die Gefangene versucht auszubrechen. Ach, scheiße. Oh. Oh, nee. Ich hätte oben erstmal das Speicherding drin gehen sollen. Oh, nee. Okay, okay. Wir machen jetzt... Wir machen es langsam. Welches Gemüse ist meine Kinder am liebsten? Seit wann essen Kinder am liebsten Gemüse? Na gut, okay. Ich mochte schon immer Erbsengemüse. Also Erbsen mit Möhren. So schön Buttermöhren mit Erbsen. So schön gekocht. Oder einfach mal... Maru, was sie trunken jetzt nebenbei, während ich hier spiele. Macht sich auch gut. Nein. Ach, war's dir. Okay, erstmal speichern. Wie heißt die Parole? Kannst du mir nicht ein bisschen mehr sagen? Jeder kennt die letzte Zeile der Parole. Also ich, ja, okay. Parole stimmt nicht, ein Gefangener versucht auszubrechen. Okay. Nochmal. Welches Gemüse lieben meine Kinder besonders? Lauch. Ah, okay. Was lieben meine Kinder besonders? Brokkoli. Ritter Robert in dem Lied gehört zu den Besten, ist am barmherzigsten Mann, tötet die Bösen, ruft Ifrit herbei. Wenn ich bis Ziv zähle, erhalte ich... CIV zähle. Wenn ich bis CIV zähle, erhalte ich... 104. Welches Schicksal wählt ihr? Liebe, Hunger, siebter Sinn, Tod... Welches Schicksal wählt ihr? Liebe, die Parole stimmt nicht. Was? Okay. Wie lange geht die scheiß Parole? Brokkoli. Zu den Besten. 104. Tot. Wirklich? Okay, das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Oh, Himmel, auch schon zwirn. Acht Minuten. Okay. Mist. Mist. Hier ist noch ein Speicher. Muss ich hier lang? Ich weiß es nicht. Es kommt von alleine. Gehen wir mal hier lang. Ach komm schon. Gehen wir mal unten weiter. Gehen wir nicht unten weiter? Pee, pee, pee. Pfeif. Hau ab. Gesocks. Und verschwinde. Entschuldigung. Hier kam mir gerade ein Bäuerchen hoch. Komm, erstmal eine Runde pennen. Oder doch nicht. Wie lange geht denn dieser scheiß Abschnitt noch, Leute? Ich glaube, das wird eine längere Folge für heute. Ach, komm schon. Brauche ich vielleicht erstmal eine Rüstung oder sowas? Da komme ich nicht lang, da komme ich nicht lang. Also muss ich ja bloß irgendwie nach oben weiterkommen.
Gibt's irgendeine Schleichentaste? Ich kann nach vorne sehen mit Shift. Der entdeckt. Achso, der dreht sich um, sonst würde der mich nicht entdecken. Ah. Willst du mich verarschen? Okay, nochmal. Erwischt mich jedes Mal. Ja, ist okay. Hey, wo ist er denn hin? Hallo? Ist ja okay, Kollege Schnürschuh. Ich bin gerade so umzingelt von den ganzen Scheißviechern. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich noch irgendwo anders hinkomme. Okay. Macht gerade so einen Spaß, ich will es gar nicht aufhören, aber ich muss. Okay, wir haben gespeichert. Bis zur nächsten Folge von Evoland 2. Und ich habe irgendwie Bock weiter aufzunehmen, deswegen nehme ich jetzt weiter auf, ist mir scheißegal, wie spät es ist. Basta. Ne? Tschüss.